Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in dem Laden, müssen in 10 Tage füllen und so viel Geld rausholen wie möglich. Schade, dass wir das Geld anschließend nicht auf das Konzernvermögen bekommen, aber egal. Wir gucken jetzt mal, was haben wir noch hier für Möglichkeiten für Anzeigen? Schuhe, Stiefel, hätten wir so Stiefel oder sowas, ne? Sollen wir hier so eine Anzeige noch mitnehmen oder ist die Frage, wie sieht das aus, ne? 56 Euro. Ich will ja nichts zu Teures holen, sage ich mal. Da ist es. Wenn es zu teuer wird, dann ist das auch nicht ganz so gut. Hundertvier, hundertsechsundfünfzig, hundertzweiundachtzig, 130. Sollen wir noch mal so eine Anzeige holen? Holen wir noch mal zwei Anzeigen. Ich glaube, 2 pro Anzeige kriegen wir drauf. Ja, genau. Dann bestellen wir nochmal Artikel. Bestellen wir nochmal Shirts. Hemden. Holen wir das hier. Wir holen das hier. Zwei, dreimal das hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann nehmen wir das in der Farbe. Das karierte. Weiß nicht, ob das läuft. Dann nehmen wir das hier. Und wir nehmen das hier. So, nochmal für 200 Euro. Knapp. Waren bestellt. Aber ich denke mal, dann sollten wir auch hier wesentlich genug Waren haben. Einfach mal was ausstellen. Hier, dass das auch funktioniert. Ob sowas bringt, das ist eine andere Sache. Das kann ich nicht sagen. Aber schauen wir mal. Das kann ich nicht sagen, ob es was bringt. Ich versuche es natürlich, ne? Mehr wie versuchen können wir eh nicht. Das ist das. Mehr wie versuchen können wir nicht. Wir müssen das Beste draus machen, das werden wir auch. Das weiß ich. Nochmal Schuhe, beiläufig. Nehmen wir die. Sieht doch schon wieder ganz anders aus, der Laden, ne? So, jetzt nach hinten die Klamotten auspacken. Und dann noch mal eben schnell aufhängen, dann können wir in den nächsten Tag starten. Ah, da haben wir noch so eine Sporthose. Können wir mit aufhängen noch. Die war ja vorhin zu viel. Egal, kriegen wir hin. Herrenbekleidung, Hemden. Da wollen wir aufhängen, ne? Ich denke mal, die Miete bleibt gleich, egal wie die Öffnungszeiten sind. Das heißt, wir werden gucken, dass wir natürlich so lange wie möglich geöffnet haben.
weiß jetzt auch nicht, wie hoch die Miete ausfällt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Je nachdem müssen wir das natürlich dementsprechend von den Öffnungszeiten, denke ich, auch mal machen. Ich weiß es aber nicht. So, wir gehen jetzt ins Büro. Wir haben noch 3000 Euro über. 555 Euro, das ist heftig viel, Leute. Das ist wirklich heftig viel. Ansonsten können wir gerade nichts machen, ne? Das heißt, wir gehen am besten direkt in den nächsten Tag. Komm, gehen wir direkt in den nächsten Tag, Leute. Ohne Öffnungszeiten ändern. Wir gucken mal, was sich erwartet. Ich bin mal gespannt. Zum Laden gehen. Okay. So, ich würde sagen, sollen wir noch eine Liefereinheit machen? Wir machen noch eine Liefereinheit hier hin. Das habe ich mir jetzt gerade kurzfristig überlegt, wenn wir wirklich, wirklich viel verkaufen, dass wir dann hingehen können und sagen, okay, komm, wir haben genug Platz für die Lieferung und dann sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Wir können zusätzlich auch noch liefern lassen, nachträglich. Okay, aber brauchen wir gerade nicht. Wir sind ja gerade erstmal soweit voll. So, Geschäft ist offen. Da kommen die ersten Leute, die wir eventuell hoffentlich auch reinkriegen in den Laden. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier natürlich verkaufen, ne? Das ist das. Wir müssen gucken, dass wir jetzt verkaufen, dass wir es hinkriegen. Ich würde jetzt auch keinen einstellen dafür, das wäre vielleicht zu übertrieben. Wir kriegen sowieso nur ein festes Geld und alles. Von daher, ne? Erste Kunde geht schon rein. Sehr gut. Perfekt. Ui. So. Komm. Passt das? Passt. Kommt, Leute, kauft. Wir müssen 555 Euro Miete zusammenkriegen. Ja, die Miete ist heftig, ne? Die Miete ist schon relativ heftig. Ja, die haben wir gerade verpasst, die Frau. Da drin hat jemand eine Frage. Okay. Dann. Ah, die Dame kauft was. Sehr schön. Willst du wahrscheinlich gleich auch zur Kasse gehen. Ich kaufe aber relativ viel ein, ne? Geile Sache. Ah, zwei Teile hat sie mindestens gekauft. Der Kollege hat auch mindestens eine Sache jetzt gekauft, das habe ich gesehen. €87, wow. Das ist nicht schlecht. 61 Euro, sehr geil. So, Leute an der Straße, wir ansprechen natürlich, dass die auch in den Laden kommen. Damit wir hier weiter gut verkaufen können. Schnell ansprechen, ja. Hat gepasst, sehr gut.
1170. Oh. Wow. 62 Euro. Sehr geil. 11 Euro. Sollen wir nochmal nachbestellen? Wie hoch ist die Gewinnspanne? €26 Lieferkosten müssen wir reinkriegen dann. Das, ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Wenn wir verkauft haben, so haben wir verkauft, dann ist das so. Aber momentan sieht es relativ gut aus, was das betrifft eigentlich. Würde ich zumindest mal behaupten, dass es relativ gut aussieht. Du machst den Weg hier. Hallo. Danke. Ich will mit dem Kollegen sprechen und ich lauf mir im Weg. Kommt schon. Geht rein, kauft, was das Zeug hält. Wir müssen Geld machen, Leute. Wir müssen wirklich verdammt viel Geld machen. Komm, du brauchst bestimmt irgendwas. Schuhe, Hemden, Hose. Irgendwas. Mit Sicherheit. Thanks. Bin schon da. Boah. Geht auch relativ gut eingekauft. 119 Euro. Geile Sache. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir in Gewinn schon gemacht haben. Ist irgendwas schon leer? Ne, leer ist noch nichts, aber bis 17 Uhr haben wir nur auf. Ne? Das lohnt sich nicht nachzubestellen. Wenn aus, dann aus. Dafür jetzt nochmal Lieferkosten zahlen. Ne, das lohnt sich nicht. Die Hose läuft relativ gut, sehe ich. Die weißen T-Shirts laufen relativ gut. 57 Euro, geile Sache. Komm schon. Perfekt. Thanks. So, einmal schnell. Ah, der hat nicht geklappt. Okay. Ich komme schon. Boah, das gibt auch wieder gutes Geld. 126 Euro. 14 Euro, geile Sache. Pass? Ja, pass. Ich bin schon da. Ich komme schon. Teilweise ein bisschen stressig hier, aber ich glaube, mehr Leute brauchen wir nicht ansprechen. Das lohnt sich eh nicht mehr. So, was ist... Ja, die Schuhe sind... Oh, die einen Schuhe sind verkauft komplett. Ja, ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht gelaufen. Ich glaube, Klamotten ist eine Sache, wo wir echt drauf aufbauen können. Das ist wirklich, glaube ich, eine Sache, wo wir drauf aufbauen können, Leute. Das Shirt ist komplett verkauft. Das eine Paar Schuhe ist komplett verkauft. Ja,
Ja, mehr können wir sowieso nicht verkaufen. Feierabend. Aber ich denke mal, wir sind wirklich relativ gut dabei. Ist nur die Frage, ob sie jetzt reicht, ne? Ist nur die Frage, ob es reicht. Das ist die Frage, ne? Klar, neu bestellen können wir auf jeden Fall, das ist klar. 27 Euro. Ja, wir müssten, glaube ich, länger öffnen. Wir müssen, glaube ich, länger öffnen, damit wir hier noch mehr verkaufen können. 349 Euro. Das Geld haben wir da, aber dieser Problem ist, wie viel machen wir da gewinnen? Knapp 40 Euro, ne? Das heißt, falls können wir wirklich dann nachliefern lassen. Kommt, Leute, das machen wir mal. Das machen wir einfach mal. Wenn wir das hinkriegen, dann sollten wir es auch hinkriegen, kommt. Das sind auch knapp 20 Euro. Wir machen mit Klamotten eigentlich relativ gutes Geld, sag ich mal. Komm, wir gehen das ein. Bestellung aufgeben, okay. Und dann machen wir die Öffnungszeiten auf komplett. Vom Montag, ich weiß, dass das geht, von 2 bis 22 Uhr. Von daher kommen. Wir wollen wirklich das Beste raus aus dem Laden jetzt. Ist zwar heftig, hier 20 Stunden im Laden zu arbeiten, aber okay. Aber ist gar nicht mal so unwichtig. Deswegen. Komm, das kriegen wir hin. Machen wir bei der nächsten Folge. Was ist das hier? Kostenloser XP-Kurs. Danke. Gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich sage einmal bis dahin natürlich Servus und Tschüss.